Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mami-Blog. So, der Winter ist angekommen und passend dazu gibt es in diesem Video viele neue winterliche und weihnachtliche Brotdosen-Ideen für die Schule und den Kindergarten. Und es gibt eine wunderbare, tolle Neuheit im Mami-Blog-Shop. Endlich ist unser lang ersehnter Brotdosenplaner fertig, entworfen, entwickelt und im Mami-Blog-Shop eingetroffen. Seit Jahren versuche ich euch ja schon irgendwie Material zur Verfügung zu stellen, mit dem auch eure noch kleineren Kinder einfach und übersichtlich mitplanen können, was in ihrer Brotdose landet, weil nach meiner eigenen Erfahrung essen sie dann viel lieber, was drin ist und mitbestimmen und mitverhandeln kommt natürlich bei Kindern auch immer gut an. Deshalb haben wir mit viel Mühe und Arbeit auch euch auch immer im kostenlosen Downloadbereich Dateien zusammengestellt, mit denen ihr euch so einen eigenen Brotdosenplaner selber basteln könnt. Und auch unseren kaufbaren Planer jetzt werden wir euch zusätzlich als kostenfreien Download in den Downloadbereich stellen. Aber es gibt halt auch viele, viele Mamis, die eben nicht drucken, ausschneiden und selber basteln wollen. Und für alle die, die ihn fix und fertig kaufen möchten, haben wir jetzt das perfekte, einzigartige Produkt im Shop, das es sonst nicht mal annähernd irgendwo anders gibt. Also der besteht aus einer magnetischen Rückwand, mit der man die gesamte Kita- oder Schulwoche mit Magneten vorplanen kann. Aber nicht nur das, also dazu haben wir noch passend ein Kartenset entwickelt mit den 70 besten und einfachsten Brotdosenideen und Brotdosenrezepten aus allen bisherigen Mami-Blog-Brotdosen-Videos. Alle Rezepte sind neben allen möglichen Brotdosenbeilagen, wie jetzt normales Obst und Gemüse, was sonst so in der Brotdose landet, ebenfalls als Magnete vorhanden und mit passenden Nummern versehen, sodass alles echt übersichtlich ist und man sich gut zurechtfindet und es dann auch fix fertig gemacht hat. Also der ist wirklich so toll geworden, Leute. Ich freue mich selber schon total drauf, den mit den Kindern zu nutzen, weil es vereinfacht uns nicht nur das Packen und Vorbereiten, sondern das bindet die Kinder auch mit ein, führt sie an eine gesunde Ernährung heran und beinhaltet einfach so viele Ideen, die im Prinzip für die komplette Kita- und Schulzeit ausreichen. Also ein mega Produkt, auf das ich mal wieder sehr stolz bin und das in Kombi mit unseren Brotdosen, mit den Brotdosen-Stickern und den Brotdosen-Accessoires mir wirklich noch als Erweiterung in unserem Brotdosen-Sortiment gefehlt hatte. Also die Rückwand, Magnete und die Brotdosenkarten, die gibt es jeweils auch einzeln zu kaufen oder als komplettes Set im Bundle. Und wie gesagt, die Magneten stellen wir auch zusätzlich als kostenlosen Download bereit. Aber jetzt geht's los mit ganz neuen Ideen für eine ganze Woche. Winterlich und weihnachtlich wird's. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Die erste winterliche Brotdose nenne ich mal die Tannenbaumbrotdose. Ich finde, man kommt direkt beim Öffnen in Weihnachtsstimmung und sie ist auch echt super fix gemacht. Also fürs Tannenbaumbrot schneidet ihr den Rand von zwei Graubrotscheiben zum Beispiel in Tannenbaumform ab. Was ich gerne aus den Resten mache, wenn ich sie nicht direkt selber esse, wisst ihr ja mittlerweile. Also nichts wegschmeißen. Bestreicht die Brote mit Butter und klebt ein Stück des Randes unten als Baumstamm dran. Ich finde, das sieht täuschend echt aus. Und dann könnt ihr belegen, wie ihr möchtet. Also das sind bei mir immer nur Beispiele, um es einfach zu halten. Im Video muss ich ja öfter belegen. Da nehme ich dann einfach immer den gleichen Aufschnitt. Die andere Hälfte kommt jetzt einfach oben drauf und so kann man sie natürlich auch schon in die Brotdose packen. Man kann aber die obere Hälfte auch noch mit Frischkäse bestreichen und den Tannenbaum sozusagen schmücken. Das hier sind jetzt gehackte Pistazien. Das fand ich besonders hübsch und lecker. Und der Frischkäse hält sie gut haftend auf dem Brot, sodass das wunderbar gegessen werden kann, ohne dass was runterfällt. Statt Pistazien, sowas ist ja immer Geschmackssache, kann man natürlich auch andere Sachen drauflegen, zum Beispiel Babyspinat und Granatapfelkerne. Fand ich auch ganz hübsch. Oder mit kleinen Paprikastücken oder Olivenringen einfach belegen. Da kann man wirklich unendlich kreativ werden oder halt schauen, was man noch im Kühlschrank hat. Käsesterne sind schnell ausgestochen. Wer hier keine Reste haben will, kann einfach so viereckige Plättchen schneiden und dann beides in die Brotdose mit reinlegen oder die Plättchen auch noch füllen, zum Beispiel mit den Brotsternen und das Brot dann umgekehrt mit den Käsestücken. So, jetzt kann die Brotdose schon bepackt werden. Also das Tannenbaumbrot kommt als erstes rein. Die Käsesterne, ein bisschen griechischer Joghurt, auf den habe ich jetzt solche bunten Weihnachtssträuße draufgegeben. Also wer sich jetzt hier wundert, Zucker gehört ja nicht in die Brotdose, aber Naturjoghurt süße ich normalerweise auch sehr gerne mit so einem kleinen Klecks Marmelade, da finde ich nichts dabei, die ich so unterrühre. Und jetzt dachte ich, stattdessen kann man in so einer Winterbrotdose auch mal so ein paar Weihnachtssträuße oben drauf tun. Das wird jeder überleben. Sieht einfach so schön aus. In die Mitte kommen auf jeden Fall noch Granatapfelkerne, die lieben meine Kinder immer und ja, den Löffel für den Joghurt nicht vergessen. Damit ist die Dose gepackt. Weiter geht's mit der nächsten Brotdose, bei der man beim Öffnen von so zwei süßen Schneemann-Gesichtern angelächelt wird. Die Kinder freuen sich über solche Kleinigkeiten und es ist mal wieder kein Aufwand. Also für mich der gleiche, den ich habe, wenn ich das Brot normal belegen würde. Bestreicht einfach einen Toasti mit Butter und Frischkäse oder nur mit Frischkäse. Packt zwei Möhrendreiecke als Nase drauf, Augenpiekser rein und noch kleine Schokodrops für den Mund. Hier kann man natürlich auch Rosinen nehmen. Die passen auch als Augen super, wer jetzt keine Augenpiekser da hat. Fertig!
Und der kleine Gurkentannenbaum ist auch eine echt süße Idee, finde ich. So eine Mini-Gurke wird dafür einfach längs in lange, dünne Scheiben geschnitten oder gehobelt. Aber ein scharfes Messer tut es ganz gut hier. Dann wird eine Snackmöhre in Stücke geschnitten und der Käse wie bei der ersten Brotdose als Stern ausgestochen. So, und jetzt fächert ihr die Gurkenscheibe so ein bisschen nur im Zickzack auf, werdet nach oben hin ein bisschen kleiner. Steckt einen Zahnstocher rein, Möhre unten ran und Käsestern obendrauf. Und tada, ihr habt einen fertigen, leckeren kleinen Tannenbaum. Eine Mandarine habe ich jetzt nochmal geschält. Geschält werden die besser gegessen, das ist mir aufgefallen. Und aufhübschen kann man die zum Beispiel mit so einem kleinen Blattpikser einfach, das mache ich gern. Oder ihr halbiert sie und packt sie so in die Brotdose. Das sieht immer so schön saftig und appetitlich aus, finde ich. Und bei Yannick verschwindet dann immer sofort die komplette Mandarinenhälfte im Mund, wenn man ihm die so aufgeschnitten anbietet. So, jetzt wandern die Schneemänner in die Brotdose. Tannenbaum kommt dazu. Die Mandarinhälften und in die Mitte kommen noch die übrigen Möhrenstückchen. Und auch die zweite Winterbrotdose ist wieder abwechslungsreich, ausgewogen und lecker geworden. So, die nächste sieht so aus und besteht aus kleinen Christbaumkugelbroten, ideal für kleine Kinderhände. Dafür habe ich so kleine Pumpernickelscheiben auch wieder mit Frischkäse bestrichen. Frischkäse kommt bei mir immer ziemlich oft zum Einsatz, aber ich finde auch nichts dran auszusetzen und die Kinder essen es in der Regel ja alle gern. Jetzt werden so ein paar Granatäpfelkerne obendrauf verteilt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so eine Lichtergirlande. Naja, ein bisschen Vorstellungskraft jedenfalls. Ja, und dann geht auch immer der Zauberschnitt. Hier kommt eine Kiwi noch rein. Zur Winterzeit findet man oft die mit dem rötlichen Fruchtfleisch in. Die sind nochmal ganz besonders hübsch. Und der Zauberschnitt generell macht jedes langweilig aussehende Obst und Gemüse halt so was Besonderem. Ja, und dann wird auch die Brotdose hier bepackt. Es kommt ein bisschen Babyspinat ins große Fach. Das wird hier eher nur ein bisschen Deko sein, denke ich. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Kinder den so einfach mit aufessen. Aber es sieht auf jeden Fall ein bisschen schöner aus. Und vielleicht probieren sie ja doch. Drauf kommen dann die Christbaumkugeln, die Kiwi ins kleine Fach und so ein paar Edamame in die Mitte. Die Edamame gibt es so fertig geschält als Tiefkühlprodukt. Also man kocht die im Prinzip wie Erbsen einmal kurz auf und kann sie dann abgekühlt super wegsnacken. Die schmecken auch leicht süßlich, also die meisten Kinder mögen sie deshalb. Und weil ich das jetzt so passend fand, noch ein Actimel mit Granatapfelgeschmack dazu. Also die passen super ins große Fach unserer Brotdose. Actimel finde ich jetzt im Winter immer nicht so verkehrt und gebe es öfter mit in die Brotdose, weil da einfach noch so ein paar wichtige Vitamine zugesetzt sind. So, dann kommt noch ein Löffel für die Kiwi dazu und ins letzte Fach packen wir noch ein paar Gurkenscheiben, gehen ja immer super. Und damit haben wir schon die nächste winterliche Brotdose fertig. Wieder super fix gemacht, ausgewogen und lecker. Die nächste Brotdose sieht ein bisschen voller aus, besteht aber nur aus Apfel- und Birnensternen im Prinzip. Also ist selbsterklärend, die Äpfel und Birnen werden einfach in Scheiben geschnitten, das Kerngehäuse dann mit einem kleinen Mini-Sternausstecher ausgestochen. Und so schnell und einfach ist dann auch das große Fach schon voll und gleichzeitig hübsch. Wer mag, kann noch mit Zimt bestreuen und hat dann so kleine Apfel- und Birnen-Zimtsterne. Das schmeckt dann auch noch nach Weihnachten. Also so kommen die in die Brotdose, getopft von so ein paar Granatapfelkernen. Das sieht direkt wieder noch hübscher aus. Dazu kommt als Sättigungsbeilage jetzt ein einfach belegtes Brot, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ein paar grüne Trauben mit kleinen Mini-Mozzarella-Kugeln. Meine Kinder hat es da sofort an den Grinch-Spieß erinnert, den sie schon kannten. Und in die Mitte gebe ich jetzt nochmal so getrocknete Sauerkirschen. Die schmecken auch sehr süß und lecker. Meine Kinder lieben die. Wieder ist die Brotdose in ein paar Minuten fertig und ich denke, trotzdem freut sich darüber jedes Kind. Um bei den Sternen zu bleiben, geht es direkt weiter mit einer schönen Weihnachtssternbrotdose. Ich finde, die ist wirklich so schön weihnachtlich. Also von den Farben geht es, glaube ich, nicht schöner. Das Sternsandwich habe ich jetzt mit unseren neuen Brotdosenausstechern gemacht. Die Toastbrotscheiben werden einfach wieder belegt, wie ihr mögt. Also hier habe ich jetzt einfach Butter drauf geschmiert, ein bisschen Babyspinat und Käse draufgepackt. Ja, und dann wird ausgestochen und herauskommt so ein saftiges, leckeres Sandwich. Das kommt jetzt auf die Salatblätter in die Brotdose. Dazu wieder Edamame mit so ein paar Granatapfelkernen gemixt. Sieht wunderhübsch aus und ist echt eine gesunde Kombi. Und in das andere Fach gebe ich jetzt wieder ein bisschen griechischen Joghurt, den ich diesmal mit einer zum Pulver zerkleinerten Haferflocken-Früchtemischung aufpeppe. Also das ist so eine süß schmeckende, aber völlig gesunde Möglichkeit, einem Naturjoghurt so ein bisschen Geschmack zu geben. Also die hier ist jetzt von Oatsum. Ich habe mir allerdings von euch auch sagen lassen, dass es hierzu eine gute Alternative von DM geben soll. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber kann man ja mal nachgucken. Obendrauf kommen jetzt noch die hübschen roten Kiwis in Scheiben geschnitten und in die Mitte kommen ein paar Nüsse aus einer Nussmischung und auch die Brotdose ist jetzt fertig gefüllt und sorgt garantiert für satte Kinder und ein bisschen Weihnachtsstimmung. So, und in diesem Video habe ich jetzt tatsächlich noch eine sechste Brotdose für euch. Normalerweise mache ich ja nur fünf für die ganze Woche. Die wollte ich jetzt eigentlich auch nicht mit reinnehmen, weil ich die Christbaumkugel nicht wirklich zu erkennen fand. Aber meine Kinder waren anderer Meinung und meinten, ich soll auch die auf jeden Fall im Video zeigen. Also los. Drin ist die mögliche Christbaumkugel, wenn man sie dann als solche erkennt. Ist auch wieder
wieder einfach aus einem Toasty mit Frischkäse gemacht und dann mit Paprikastreifen belegt. Einen kleinen Bananenweihnachtsmann habe ich auch mal improvisiert. Ihr kennt wahrscheinlich diese Erdbeermützchen mit Mini-Marshmallow obendrauf. Aber jetzt Erdbeeren zu kaufen ist ein bisschen unrealistisch. Deshalb habe ich das hier mal aus einem Stück Paprika gemacht, das mit einem Zahnstocher in der Spitze der Banane hält. Dann kommt ein Stück Mozzarella obendrauf. Also mir war da Mini-Mozzarella ausgegangen. Der macht sich hier natürlich noch besser. Und wer mag, steckt noch Augenpixer rein und erkennt einen kleinen Weihnachtsmann. Jetzt kommen noch kleine Mini-Kiwis dazu, da schneide ich die Enden immer ein bisschen ab und halbiere sie, dann erkennt man sie gut als Baby-Kiwis. Und diese Frucht müsst ihr auch mal probieren, die nennt sich Sweetie, ich habe die neu kennengelernt. Ist im Prinzip eine süße Grapefruit oder eine saftige Mini-Pomelo, so könnte man sie auch bezeichnen. Wie man will, also schmeckt auf jeden Fall sehr lecker und die Kinder knabbern sie gern von der Schale ab. So, das kommt auch wieder alles in die Brotdose, in die Mitte noch ein paar Walnusskerne und damit ist die letzte Winterbrotdose auch fertig und wir sind am Ende des Videos angekommen. So ihr Lieben, das war's erstmal wieder mit den neuen Ideen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, habt neue Ideen für euch entdeckt und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video.